Es ist die Bewegung. Die war immer schon die Freude an der Bewegung und nicht eine Motivation, sondern einfach, wenn du drin bist, gefällt es dir. Auch das Schwimmen oder nur nichts mit Anstrengung oder nichts mit also Leistung. Aber einfach die Bewegung, die einem leicht fällt. Oder das Wandern durch die Natur. Oder dann ist ja alles eigentlich, das ganze Leben, also Bewegung. Aber ich denke, Tanz wird es, das hat schon was. Also Tanz wird es erst auch, wenn die Leute sich dessen bewusst sind, wie das schön ist, sich zu bewegen oder sich zu strecken in der, also in dem, was man macht. Oder bei der Gartenarbeit sich zu bücken oder dann wieder zu strecken oder beim Gehen in der Stadt plötzlich zu merken, wie ich gehe. Ich bin schon körperbewusst, habe ich schon gemerkt, dass ich sehr schnell sehe, wie jemand so schlecht geht und ich mich dann sofort korrigiere. Gehe ich auch so mit dem Vorgebeugten, weißt du, so gehetzt, dass ich mich wieder aufrichte oder so. Ja, das ist. Es gehört auch zu jener Zeit, das Tanz war eben eigentlich Salontanz oder im Theater war das nur klassischer Tanz, so Schwanensee und weiß der Kuckuck, Spitzentanz und so, also nicht das. Ja, aber was es gab damals, als ich im Theater war, in einem der Kinderstücke, da war eine Frau, das war eine Frau Knür.
eine Tänzerin, die war Ausdruckstänzerin. Und das hat mir so Eindruck gemacht. Das war eben nicht auf Spitze und diese Tütü, sondern die hat sich dann so, wie ihr heute, ja, die hat damals so getanzt. Und das hat mir so Eindruck gemacht. Und ich habe dann immer gesagt, ich möchte Ausdruckstänzerin werden. Das war so mein Ziel. Aber immer hat man gesagt, ich sei zu schwach, das geht nicht und so weiter. Aber das war schon damals, hat mich sehr beeindruckt. Und ich denke, das ist auch wieder der Bogen für später im Alter nochmal etwas zu tun, was nicht so dieses Gestalte, dieses Strenge ausmacht vom Tanz, sondern dass das, was von innen kommt und dass der Körper etwas aussagt, was mit inneren Bildern zu tun hat. Ich bin ja lange im sozialen Beruf gewesen, war Dozentin und so weiter und so fort. Und habe aber immer daneben Gedichte geschrieben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das Schreiben dieser Gedichte, das hat etwas von diesem Tänzerischen, dieses ganz gesetzte Tänzerische hat es in diesem Rhythmus drin. Das war so das, was mich so etwas begleitet hat, bis dann eben diese Tanzgruppe wieder begonnen hat, diese neue Art von Tanz. Ich wäre körperlich auch gar nicht in der Lage, etwas anderes zu machen. Ich will es auch nicht, ich hasse Sport. Also ich mag all dieses Gestresste und dieses mag ich gar nicht, habe ich nie gemacht. Gesellschaftstanz muss man sich bewegen nach Musik, nach bestimmten Richtlinien. Das verlangt eine geistige Wachheit. Man muss sich da an gewisse Richtlinien halten. Aber bei dir habe ich erst richtig Spaß bekommen beim Tanzen. Da musste ich mich nicht so sehr konzentrieren auf das, was ich jetzt machen muss, sondern ich konnte loslassen, ich konnte mich gehen lassen, so wie es mich dünkt, es sei richtig und so wie ich Spaß hatte und wie ich eigentlich im Moment meine Gefühle hätte zeigen möchten. Da glaube ich, ja. Ich habe auch eine alte Frau gesehen, sie ist am Rollator gestanden und irgend so eine Zweimann-Band hat so Lieder aus den 20er Jahren gespielt und alles so Schweizer Liedli. Und sie ist da gestanden und sie hat, war noch gegangen, ist so ihre Füße bewegt und
Ah, es war ein einziger Strahlen. Und dann habe ich nichts gegen die Lieder, wenn sie an mir nichts sagen. Aber ich habe gemerkt, da war für sie der Zugang, der wieder ganz viele Erinnerungen geweckt hat. Genau. Kann ich mich auch erinnern an eine Frau, die eigentlich nicht auf die Füße stehen konnte. Und dann ist mir eingefallen, ich sehe, dass sie so schaukeln kann. Mhm. Und da habe ich mit ihr solche Kinderlieder, so Schaukellieder. Und wie du sagst, gell, dann in die Augen gestrahlt. Und dann konnte die nachher, sie hat es ganz vergessen gehabt und dann stehen gestanden. Kurz, aber das war völlig der Schwung von ihrer Erinnerung hat sie richtig mitgenommen. Ich erinnere mich einfach, dass ich das Alter eines zweijährigen Kindes, das hätte ich gerne gehalten. Jahrelang gehalten, weil die sind so authentisch in ihrem Ausdruck in diesem Alter. Und später kommen dann alle anderen Tanzelemente auch dazu, die der Befreiungstanz, sich zu befreien von den Eltern, und der Familie, der Wuttanz, der Enttäuschungstanz. Also das ganze Aufwachsen ist voller Tänze, die alle Schattierungen des Lebens in sich tragen. Und ja, manchmal, wenn ich jetzt heute im Alter tanze, und ich bin ja erst im Alter zum Tanzen gekommen, dann erinnere ich mich daran. Also mit 3, 4, dass ich so getanzt habe, so von innen heraus. Das hat mich niemand gesagt, was ich tun soll. Das hat sehr viel mit Fantasie zu tun, mit inneren Bildern, die dann im Körper sich dann spürbar manifestieren. Und ich glaube, heute habe ich das wieder gefunden. Deshalb komme ich auch so gerne, weil das wirklich das ist, was möglich ist, mit diesen inneren Bildern zu arbeiten und den Körper auf eine andere Art wahrzunehmen und ihn auch etwas unglaublich Selbstvergessenes. Und dieses Selbstvergessene, das ich als kleines Kind hatte und dieses Verträumte, ich war sehr gestresst in meinem Beruf, ich war sehr gefordert mit den Kindern, mit Israel, mit Kriegen, mit weiß ich was alles und überhaupt mit dem Leben. Und jetzt habe ich diese Narrenfreiheit wieder etwas gefunden, was wirklich zu meinem innersten Wesen gehört, was eigentlich Tanz für mich bedeutet hat damals. Und ich eigentlich jetzt wieder dasselbe tue, ohne mir vorzustellen, ich müsse etwas darstellen, ich müsse etwas entsprechen, sondern es hat etwas mit meinem selbstvergessenen Leben zu tun. Was wir auch machen, sind also nicht nur fürs Gefühl die schönen Bilder, die auch Erinnerungen wecken. Es regt auch die Fantasie an, das Hirn wird auch beansprucht. Und mit unseren Zahlenspielen wird die Aufmerksamkeit nochmals sehr beansprucht. Ich denke, es ist sehr ganzheitlich, was wir da machen. Nicht nur für den Körper, nicht nur fürs Gemüt, für mein Innenleben, sondern ich bin auch noch gefahren. Wir laufen die ganze Zeit. Wir versuchen den ganzen Raum zu lassen. Mehr für dich ist das offen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hebe. 8, 9, 10. Ah. 2, 3, 4, 3. Original. Siempre es natural el brillo de tus ojos, tu alegre caminar, la fuerza que me das a mí me invita a soñar, cantar, bailar, existir. Eso es importante, eso siempre es natural. No sé qué día fue que yo te encontré. Lo saben nuestro cuerpo, si vos también lo sabes. ¿Qué es? ¿Qué es? Es importante, eso, eso. Siempre es natural. Siempre es natural. Real, real. Die Arbeit bei der Hella hat für mich eigentlich mehr etwas mit einer Wahrnehmung zu tun, Selbstwahrnehmung, Wahrnehmung.
auch im Kontakt und vor allem Selbstwahrnehmung und Bewegung von innen nach außen, also über Bilder. Ich finde, dass auch mit dem Alter zusammen, am Altersabschnitt zusammen, finde ich das eine wahnsinnige, eine schöne Arbeit, so in eine gewisse Schlichtheit und Authentizität, der Restlose hineinzuwachsen. Also das ist für mich viel, viel Fleisch am Knochen und so in dieser Art. Sehr gerne. Und es bewegt mich. Wenn ich Musik höre, dann kann ich kaum still sitzen. Es bewegt mich einfach. Aber das andere ist auch noch, wenn du sowas vorgibst, wie das Wasser spüren oder sich im Wasser bewegen, dann bin ich immer sehr neugierig, was mein Körper damit macht. Ich warte darauf, dass was passiert, bis sich mein Körper bewegt. Und wie macht er das? Ich habe immer so das Gefühl, also in den besten Momenten habe ich das Gefühl, es bewegt sich. Das sind so die Höhepunkte. Wenn es sich bewegt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist wie ein Zuschauen von außen. Und das ist, das berührt in der Tiefe. Ja. Ich habe im Jahr 2009 einen Workshop gemacht hier in St. Gallen, der hieß, der war für Profis, Tanzprofis und Senioren Hand in Hand. Und da habe ich nach diesem Workshop war eine ganze Gruppe von alten Menschen, so zwischen 60 und 70, die einfach die Lust hatten, weiter zu tanzen, und das Bedürfnis war da und sie haben jemanden gesucht, und dann habe ich mich bereit erklärt, weil ich Lust auch hatte, mit ihnen zu arbeiten, eine Gruppe zu eröffnen für, oder einen Raum zu kreieren für Menschen ab 50 bis 105, habe ich immer gesagt, einen Raum zu gewähren, wo sie die Freude am Tanzen einfach teilen können. Und wir stellen uns vor, dass wir in diese Tonfläche ein gemeinsames Kunstwerk kreieren, indem wir verschiedene Fußstapfen hinterlassen, kleine und vielleicht auch welche, die man gar nicht als Füße identifizieren kann. Also was für mich interessant ist bei dieser Arbeit, ich, die im Gegensatz zu diesen Menschen so jung bin in Jahren, plötzlich ist Alter oder spielt Alter keine Rolle mehr. Und es war sehr interessant für mich zu hören, als jemand sagte, wenn ich tanze, dann fühle ich mich gar nicht alt. Eine von den Tänzerinnen, die 66 Jahre alt ist, sie tanzt und fühlt sich nicht alt dabei, und ich bin mit diesen Menschen in einem Raum und fühle mich nicht jung. Alter spielt plötzlich keine Rolle, und ich glaube, dass es, ja, wie wir sagen, Alter, dass Tanz
dass es keine Altersgrenze gibt für Tanz. Von Patisserie und ja, und eben Polonaise, und da habe ich dich dann aufgefordert und du hast da sehr gerne mitgemacht und ja, dafür habe ich dann deine Patisserie bekommen, die du nicht essen mochtest. Also ich war sehr klein und sehr schüchtern und es hat mich sehr beeindruckt, dass er so frech war. Und mich hat es scheinbar beeindruckt, dass ich so schön getanzt habe. Und das war dann so persischen, persischen Hof und weiß ich was. Und das, es war sehr, sehr romantisch. Wenn ich denke, wie alt wir waren, ist es ein bisschen verrückt. Aber wir sind ja seither zusammen und das ist jetzt schon mehr als 60 Jahre. Jetzt feiern wir dann die 50-jährige Hochzeit. Und also das war so der Anfang des Tanzes. Der hat sich dann so ein bisschen abgeflacht bei mir mit der Zeit in der Schule und so war das dann. Meine Eltern hatten furchtbar Angst, dass ich irgendwie künstlerisch irgendwo ins Theater gehen würde. Das wäre ein Hungerberuf, da dürfte man nicht. Und haben das dann alles, was ich dann, ich bin öfters aufgetreten, dann haben sie immer Nein gesagt im Theater, ich dürfe nicht mehr. Und erst später haben sie mir gesagt, das wären eigentlich viele Engagements wären gekommen, aber sie hätten das nicht erlaubt. Sie wollten nicht, dass ich einen solchen Hungerberuf ergreifen würde. Ich hätte gern Ballett gemacht, da wurden meine Füße begutachtet und dann hieß es, mit diesen Füßen geht das nicht, kein Tanz für die Füße. Später, so als Jugendliche, war mein Bruder in dieser Bentele-Schule in St. Gallen für Gesellschaftstanz, das hat er lernen wollen und als junger Mann war das wichtig, dass er das kann. Und weil er älter ist, hat er dann mit mir zu Hause geübt. Und hin und wieder durfte ich denn als Minderjährige noch mit ihm tanzen, Gesellschaftstanz. Das habe ich dann sehr genossen. Das war nicht lange. Mein Bruder hatte dann bald mal eine Freundin und die ging dann mit zum Tanz. Ich sehe Körper, die 60, 70, 80 Jahre gelebt haben. Ich sehe Körper, die Geschichte in sich tragen und diesen Körper durch Bewegung dann ja, die Geschichte weitererzählen. Eine Hand, die sich hebt und 80 Jahre gelebt hat, ist was anderes als ein Tänzer, der mit 20 eine Hand hebt. Und ich glaube, deshalb nenne ich auch diese alten Menschen in gewisser Weise meine Lehrer, weil ich so viel an Essenz des Tanzes gelernt habe von ihnen. Alles, was ich erlebt habe, habe ich das Gefühl, ist in meinem Körper überall abgespeichert
Und das sind alles Botschaften aus allen Erlebnissen, aus allen Gedanken meines Lebens. Und wenn ich tanze und dann auch die Kommunikation dann kommt, das ist wie wenn ich mein Leben erzähle. Was für mich auch wichtig ist, Tanzen hängt nicht mit Fitness und Gesundsein und sowieso nicht mit Jungsein zusammen, sondern ich habe auch erlebt, dass auch alte Leute, die fast nichts mehr machen können, dass sie dann halt sprühen mit den Augen, aber sie tanzen innerlich. Und wenn auf den ganzen Körper beengt ist, es gibt eine andere Form von Tanz. Und es hat nichts mit Perfektion zu tun und mit Schönheit und Eleganz. Es kann auch mal so ganz anders daherkommen. Ja, wir haben so viele Urteile über ein Alter, wie man sich bewegen sollte, wie man, was man glaubt, was man in diesem Alter noch machen kann. Und manchmal überrascht es einen, wie manche Leute alle Barrieren einfach sprengen und noch hüpfen können wie ein Kind, obwohl sie 60 sind. Gefördert wurde, sich nicht zurücknehmen müssen, weil man alt ist. Ja, und das ist nicht der Anspruch, jung zu sein und jetzt große Sprünge zu machen. Das ist es eben nicht, sondern es ist... Manchmal wird man schon gern. Ich glaube nicht. Ich glaube, Alter ist sehr oft mit diesem, sie kann noch, er kann noch. Also dieses noch ist noch sehr stark in diesem Teil drin. Oder wie oft oder wie lang kann ich noch, wie, all dieses, diese Noch-Fragen im Alter. Und das ist auch mit Charme besetzt. Auch der alte Körper, auch die alles, was da hängt und so. Und das geht vergessen beim Tanzen. Das ist nicht mehr relevant. Ich bin nie alt, wenn ich tanze. Okay. Nie. Wenn ich mich anschaue nachher und ah, du hast ja
weiße Haare, so siehst du aus. Ah ja, aber das ist nicht die Dorothea, die tanzt. Ich fühle mich total jung, wenn ich tanze. Für improvisiertes Tanzen habe ich auch diese Seite kennengelernt und jetzt könnte ich auch auf einem Stuhl tanzen, also sitzend oder im Bett, was auch immer, weißt du, mit dem, was noch geht. In Bezug auf den Tanz hat mir eigentlich diese Bewegung mit dem Sinn meines eigenen Lebens in der Bewegung immer das Gefühl gegeben, ich tanze mein Leben. Die Begegnung mit den Elementen, mit Wasser und Wind und Moos unter den Baufüßen, da hat eigentlich das Tanzen angefangen. Ja, früher war es irgendwie einfach die Lebensfreude, glaube ich, die wichtig war. Und ich merke immer mehr auch, dass mir das Tanzen, das mich bewegen, auch hilft, meine Gefühle besser wahrzunehmen, mich in meinen Gefühlen zu spüren und die auch hochkommen zu lassen und zuzulassen, lebendig zu lassen. So, ja. Tanz reden ist fast absurd. Das ist so, wie wenn man über ein ganz feines Essen redet und sagt, ja, und dann hat es noch Soße gehabt. Unvorstellbar zart ist das Filet. Wenn ich es nicht auf der Zunge spüre und wenn ich nicht die Erfahrung mal gemacht habe von Bewegung, klingt das jetzt für irgendjemand, ja, also weit, das ist ja ein Spleen. Und ich denke, ja, es hat so viele Nuancen, dass man das gar nicht schildern kann. Es hat etwas unglaublich Befreiendes, auch für junge Menschen, dass den Kopf mal abschalten und einfach sich selbst zu spüren. Das geht heute in unserer Welt sehr oft verloren, weil wir ja körperlich nicht mehr arbeiten. Wir arbeiten mit dem Kopf, wir arbeiten mit dem Computer. Und dieses sich selbst wahrnehmen, das hat so etwas Befreiendes. Und nicht nur einfach wahrnehmen, ob ich diese Muskel habe oder diese Muskel, das ist nicht relevant, sondern was geht da vor und was kommen für Bilder und wie reich wir sind, wie unser Körper reich ist, wie unsere Bilder reich sind, wie wir uns weitertragen können mit unserer Fantasie. Wenn Hella sagt, spürt Sonnen an euch, plötzlich fange ich an zu schwitzen in einem kalten Raum, das ist ja ein Wunder, dass das passieren kann. Und ich denke, das sind alles Möglichkeiten, die sowohl im Alter wie auch, ich denke, bei jungen Menschen etwas sehr Befreiendes, Lustvolles, Sinnliches hat. Ich würde nie jemanden drängen oder überzeugen wollen. Ich würde ihm höchstens sagen, versuche es. Es lohnt sich. So Spagat oder irgend sowas, das kann ich nicht mehr. Aber eigentlich, ja, kann ich eigentlich noch das meiste. Ja. Aber ich fürchte mich vor dem, was kommt, was ich jetzt alles dann allmählich nicht mehr kann. É o fado, é o fado, o fado retratado que te abraça, oh Lisboa. É o fado que ao teu lado o sentimento e a saudade. Also ältere Leute, wo ich sehe, die bewegen sich eigentlich eben wegen dieser freien Art und weil sie es auch nicht, vielleicht noch nie gemacht haben und einfach nur Hemmungen haben und sagen, ich lerne das doch nicht mehr oder ich kann doch nicht mehr. Sag ich, doch, kannst du alles noch.
wenn es dir Spaß macht. So. É o fado que ao teu lado o sentimento e a saudade cura. Yo, somos energía, somos movimiento. Arrancando el 2011, CH respira. Somos movimiento, somos energía, movimiento, somos energía, somos movimiento, somos energía. Me pongo al día, aguanto esta rutina, canalizo mi energía distribuida para cada cosa, la danza, los cantos, las prosas, así pienso, somos energía, somos movimiento, constante, imparable, moldeable y que hablen de lo que quieran, o se mueran en el intento creyendo que es como se la vendieron, no entendieron, en el horno se van a quemar con fuego, y la ignorancia está más que claro que avanza, en el barrio, las casas, las plazas, ¿qué pasa? No te das cuenta, la tierra se mueve y vos dado vuelta, esa postura pesta, molesta, cada vez está más presente. Eso es una pandemia. Cambiando de tema, todos vinimos a hacer algo a esta tierra. Abogados, artistas, analistas de sistema, coma, etc. Encontrar tu vocación es lo mejor. Aunque a veces el sistema te confunde, es un bajón. Si hay pasión, todo existe. Es muy triste el que tiene sueño y no los persigue. No insiste en sostenerlos, animarlos. Para adelante vamos, somos la nueva escuela. Buscando otras maneras de pelearle el sistema. Y si el rap está de moda, ahí, bueno, qué pena. Somos energía, somos movimiento, somos energía, movimiento, somos energía, somos movimiento, somos energía, movimiento. Abrí tu cabeza, que siempre aprendemos de todo, del amor, del odio, hasta de una obra que fue un bodrio, de algo obvio, de tu novio, fumarte un porro y quedar del moño, también te enseña, los excesos, algo te dejan, no tengo ninguna que, de lo que me pasa, no me importa si el tren se atrasa, no soy ceniza, soy brasa, la vida te abraza, construí tu casa como quieras y a donde quieras, aprendí a ser feliz, a tu manera y no como quieran los otros, a quién le importa si te vestí de negro, I think we did it, no? No el despojo, abrí los ojos, perdonar es hermoso. Excesos algo te dejan. No tengo ninguna queja de lo que me pasa. No me importa si el tren se atrasa. No soy ceniza, soy brasa. La vida te abraza. Construí tu casa como quieras y a donde quieras. Aprendí a ser feliz a tu manera. No como quieran los otros. No como quieran los otros. ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa? Si te vestí de negro, te vestí de rojo. Practica el desapego. Practica. Practica. Somos energía, somos movimiento, somos energía, movimiento, somos energía, somos movimiento, somos energía, movimiento.